Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind immer noch in der Arena. Von Sabrina, der Psycho-Arena-Leiterin. Die Pokémon der Arena von Savonia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Ja, das möchte ich. Denn ich möchte ihren Orden. Das wäre unser Sechster. Und da fehlen noch zwei, um an der Pokémon-Liga teilzunehmen. Also ja, ich möchte sie herausfordern. Und Lamus hat eine krasse Spezialverteidigung. Heilige. Aber auch eine krasse Verteidigung. Aber gut, dass Stärke blockiert ist und nicht Finsterfaust. Gut, dass ich gerade nochmal Stärke gemacht habe. Ich wollte gerade nämlich erst doch Finsterfaust machen. Alter, dieser Dev. Alter. What the fuck? Spezialverteidigung steigt stark, ey. Hör mir auf. Aber wie es aussieht, ist Finsterfaust keine Spezialattacke. Obwohl Geist doch Spezialattacke ist. Aber nee, ich glaube... Ah, stimmt, ja. Es sind ja... Ich habe gerade an Generation... an die alten Spiele gedacht. Wo halt noch die Attacken nach... Oh, hallo. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Nach Typ sortiert wurden, was so ob es jetzt spezial oder physisch ist. Und da war es halt noch so, dass alle Attacken ja nach Typ sortiert wurden, wie gesagt. Und Finsterfaust, zum Beispiel Geist, war halt komplett speziell. Auch Unlicht oder so. So bei Knirscher zum Beispiel. Knirscher war eine spezielle Attacke damals. Und keine physische, obwohl Knirscher ja eigentlich physisch ist, aber es war ja halt eine Unlichtattacke. Deswegen. Unlicht oder Unlicht? Unlicht, ne? Ich glaube schon Unlicht. Naja. Ja, deswegen. Deswegen dachte ich gerade, okay, es ist ja Geist. Eigentlich sollte dann ja, ne? Hier, Spezial und so. Aber nein. Es ist nicht speziell, weil es ist eine Faust, die ins Gesicht schlägt. Es ist eine physische Attacke, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Kann man bestimmt nachgucken. Glaube ich. Schätze ich. Doch, bestimmt. Schön. Albolo haben wir auch besiegt. Sehr nice. Das heißt, wir kommen Sabrina immer näher. Ich glaube, das war bestimmt... War das der letzte Trainer jetzt schon? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht genug. Ich weiß nicht, ob das der letzte Trainer war. Ne, hier haben wir noch einen. Okay. Hallo. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Bisher hat es immer gut funktioniert. Pantimos Level 34. Wir haben kaum noch Finsterfaust. Ja, 6 Mal nur noch. Ich muss definitiv noch einmal in die... ne? Weißt du Bescheid? Pokémon Center. Das war's. Gengar Level 40. Schön. Gengar hat das Level-Niveau erreicht. Aber wir werden es weiterhin hier in der Arena benutzen. Denn Gengar böllert. Wie ihr seht. Schön. 1046 Erfahrungspunkte. Das ist unfassbar. Tja. So, wir sind von unten gekommen, naja. Aber ihr waren wir auch noch nicht. Pokémon passen nicht zu, passen zu ihren Trainern, sich ihren Trainern an. Denn Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Ja, sind sie. Sind sie. Noch ein Albolo. Alter. Das ist gut, dass es auch diese solche Trainer gibt. Weil ich dadurch halt ein bisschen Finsterfaust gespart habe. Und er setzt Finsterfaust ein. Toll. War sogar ganz guter Damage. Wärst du Gengar, hättest du echt krass Damage gemacht. Aber gegen meinen Traumfresser hast du keine Chance. Oh yeah. Das dürfte jetzt aber der letzte Trainer gewesen sein. Schätze ich mal.
Oder? Weiß es nicht. Ich wusste es. Okay. Noch ein Trainer. Nee, haben wir schon. Oh. Ja, ist okay. Ich würde gerne einmal... Mann. Ich glaube, das ist eigentlich nur hoch und runter gehen die ganze Zeit. Oder? Ich glaube, wir haben jetzt alle Trainer mittlerweile. Okay, wir sind bei Sabrina, aber ich möchte bitte noch zurückgehen. Kann ich... Ich spule das mal vor, bitte. Das wird mir sonst hier... Das dauert sonst zu lange. Die ganzen Felder begegen... Gehen, raufgehen, was auch immer. Hallo? Danke! Oh! Heilige! Hallo! Der Boss des Team Rocket ist aus dem Gebäude des Safeco geflohen. Ja. Das kam daher, dass wir ihn weggeklatscht haben. Das ist Team Rocket besiegt, unglaublich. Ja, kannst du mal sehen. Ich bin schon krass. Mhm. Doch, doch. Bin ich auch der Meinung. So. Pokémon geheilt. Das heißt, wir werden jetzt Sabrina in den Hintern treten. Würde ich mal meinen. Doch. So, aber ich spule das wieder vor, es tut mir leid. Aber ganz ehrlich, dieses ganze Teleportieren, das dauert einfach Ewigkeiten. Das ist halt das Einfachste, was du machen kannst, einfach die ganze Hoch- und runter gehen. Ah, wir sind da. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf. Aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kraft. Meine Kräfte. Okay. Wie jung bist du nochmal? Wir sagen die ganze Zeit alle, dass du jung bist. Ich weiß nicht, ob Winsterfaust ausreicht, um das Kadabra zu one-shotten. Tut es. Wow. Das kam unerwartet. Ein Pantimus. Okay. Also alle ihre Pokémon können also Psychokinese, wie es aussieht. Hat sie es ihnen selber beigebracht? So von ihrer Psychokinese? Alter, One-Shot. What? Also Level 41 kommt Gengar. Geil. Zu Simsala muss ich aber... Nee, muss ich einschläfern. Da habe ich sonst zu viel Angst, dass die Psychokinese mich einfach wegböllert. Weil Simsala Level 43, die Psychokinese, effektiv, hoher Spezialangriff von Simsala, Hyperheiler. Dein Ernst? Das ist nicht nett. What? Gengar, was ist los mit dir? One-Shot ist doch sonst nichts. Ein O-Mod. Okay. Alter! O-Mod ist wahrscheinlich Gift, oder? Wenn das gerade nicht effektiv war. Käfergift oder so. Oh, ey, heute ist die Verwirrung nicht auf meiner Seite. Es ist immer noch der gleiche Tag, Leute, ja. Es ist immer noch der gleiche Tag. Seit den letzten drei Parts, glaube ich. Ich nehme gerade den vierten Part auf. Ist einfach nur, weiß ich nicht. Bisschen vorproduzieren. Ich habe gerade Bock auf Pokémon. Traumfresser und nichts anderes zu tun. Es ist Gift. Okay. Ja, gut. Hatte ich mir auch erst gedacht, aber ich dachte so, nee, komm. Insta-Faust rein. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Ja, der Sumpforden. Passt hier nicht zu. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren.
Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nur noch diese TM von mir. TM 4. Theoretisch könnte jeder den Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Was ist denn TM 4? Gedanken, wow. Gedankengut. Das ist heftig. Das ist der Shit, den ich brauche. Kann ich... Ja! Oh, ich kann Schaufel einsetzen. Gut, warum habe ich das eben nicht gemacht? Mann! Na gut, Leute, wir haben damit den 6. Arena-Orden und müssen jetzt ein wenig surfen. Und wir haben Gengar auf Level 41 mittlerweile trainiert. Das ist halt auch echt. Das ist eine gute, doch. Das ist ein gutes Level. Nein, nicht Pokédex. Pokémon. Smetbo, komm. Als nächstes erst einfach Smetbo dran. Einfach Smetbo. Und jetzt sortiere ich erstmal kurz nochmal mein Inventar. KP Plus. Über A. Nicht über Doppelleber, über AP Plus. Doppelleber. Oh, der ist da richtig. Ups. Ne. EP-Teiler kommt nach ganz oben. Unter den Sonderbonbon. Nein, gar nicht. Unter die Steine. So. Was ist denn? Item zum Geben. Stärkt Undichtattacken. Das bringt halt nichts, Undichtattacken zu verstärken. Weil ich hab keine Undichtattacken. Carbon. Ich könnte das theoretisch Turtok geben, ne? Ja, könnte ich. So, wir haben zweimal Calcium, einmal Carbon, einmal Zink, zweimal Eisen. Das ist gut. So, und jetzt fliegen wir wieder zu nach Alabastia. Zu Alabastia. Nach Alabastia, Leute. Denn hier in Alabastia müssen wir jetzt nach unten surfen. Ja. So, und ich werde erstmal einen Topschutz einsetzen. Obwohl, erstmal den Schutz und Superschutz aufbrauchen. So, hier dürfte es noch ganz, ganz viele Trainer geben. Aber um ehrlich zu sein, habe ich auf die alle keinen Bock. Diese Wassertrainer, die haben halt einfach immer 50 Milliarden Tentacher und... Das ist halt einfach anstrengend, Leute. Tut mir leid. Nehmt es mir nicht böse, aber die sind halt echt... Also, in jedem Pokémon-Spiel ignoriere ich Wassertrainer so gut wie möglich. Weil sie einfach... Ich weiß nicht. Also zumindest welche, die du hier auf dem Meer findest oder so. Weil die sind einfach nervig. Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Können wir schon in die Arena? Nein. Okay. Hallo. Forscher experimentieren im ausgebrannten Gebäude. Ja, gut zu wissen. Hallo. Wir erforschen hier Pokémon. Wir erstellen oft Gutachten über seltene Pokémon. Okay. Gut, fangen wir ganz hinten an. Hallo. Hey. Hallo, ich leite hier die Forschungen. Wir erforschen Fossilien von unseren Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Ja, wir haben sogar zwei. Dom-Fossil. Oh, es ist ein Fossil von Kabuto, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja, gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Es wird einige Zeit dauern, komm einfach später wieder vorbei. Mach ich. Ich suche nach Bonita. Tausch es gegen ein. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Einmal raus und reingehen? Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Dein Kabuto, ganz wie ich es vermutet habe. Ja, okay, einmal kurz raus und wieder reingehen. Nein, ich möchte Kabuto nicht schnippen. Nein. Hallo, ja, ich habe noch ein Fossil für dich. Ein Albernstein. Das ist ein Fossil von Aerodactyl, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Ja, danke, man, das ist eine Technik. Ja, okay. Aerodactyl ist ein cooles Pokémon. Ich war auch erst mal überlegen, ob ich das in mein Team nehme. Oder ein Kabuto. Aber ich hab's dann doch gelassen. Ja. Und dann kam mir Dratini in Sinn. Ja. So, das war's. Mehr wollte ich da eigentlich gar nicht erledigen. Oder allgemein hier nicht erledigen.
Hallo. Ich kann eine Pokémon eine Dollar-Attacke beibringen. Nein. Ich möchte Metronom nicht. Evoli kann sich in einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Mittlerweile sind es ein paar mehr. Also, eine Menge mehr. Hallo, willst du einen Raichu? Nicht, nein. Ich habe ein Pokémon auf dem Mondberg, ein seltsames Fossil gefunden. Ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Okay. Besitzt du einen Blutzug? Nein. Vor allem der Typ will, dass ich einen Raichu gegen seinen Elektroball tausche. Ich wäre dumm, wenn ich das tun würde. Ganz ehrlich. Ich muss nicht ins Pokémon Center. Wir haben kein Pokémon getroffen bisher. Aber in den Markt gehen wir. Da gehen wir gerne rein. Hallo. Haben Sie keinen X-Angriff? Es ist in Kämpfen sehr nützlich. Nein, es ist nicht. Man sollte ja einige Items bei sich tragen. Ja, aber kein X-Angriff. Was ist denn mit dir? Der Frau da. Haben wir noch genug? Ja, brauchen wir nichts. Haben wir alles noch. Gut, dann würde ich sagen... Hallo, Zinnoberinsel, die Stadt der brennenden Leidenschaft. Ab ins Gebäude. Pokémon-Haus. Hier gibt es einige Pokémon zu finden, glaube ich. Aber die meisten will ich nicht. Ich brauche allgemein keine Pokémon mehr fangen. Weil ich so gesehen... Gutes Training fürs Medbo. Weil ich so gesehen alles habe, was ich brauchte. Von diesen Forschern meine ich jetzt auch. Deswegen... Ja. Lassen wir das. Und ich werde einfach Superschutz einsetzen. Superschutz ist halt einfach nice. So, und hier haben wir einiges zu entdecken, soweit ich weiß. Bist du ein Trainer oder? Ja, bist du. Lol. Oh, da hast du mich überrascht. Ich dachte, du wärst ein Geist. Alter, was ist denn mit dir? Was machst du überhaupt hier drin? Du kleines Kind. Warum? Ja gut, ich meine, wir sind auch ein Kind, aber... Ja, ist egal. Ja. Bedroher. Bedroher ist immer noch fürs Metro unnötig. Gut, Rettern easy besiegt. Gibt so wenig Erfahrungspunkte. Alter. Noch ein Rettern. Nochmal Bedroher. Stackt sich das eigentlich? Das wäre mal interessant. Stackt sich Bedroher? Weiß es nicht. Ein Radikal. Ja komm, da setzen wir Nidoking ein. Wir können jetzt mittlerweile wieder alle Pokémon trainieren, so gesehen. Ich meine, konnte ich vorher auch schon, aber da wollte ich halt erstmal... Hier, ne? Wisst ihr Bescheid. Dragonier auf Neville-Niveau bringen. So. Oh, dass das kein One-Shit ist. One-Shit. Maxi, hör auf zu reden. Hör einfach auf zu reden. Nochmal ruckzucki. Komm, dein Ernst? Du bist eh besiegt. Ist keine Chance. Keine Chance. Ich kann nicht gewinnen. Ja, das kannst du wirklich nicht. Wir sind hier aber auch gleich durch, ne? Also mit dem Paar zumindest. Sind wir gleich durch. Fluchtseil. Ich brauche keine Fluchtseile. Hör auf, Fluchtseile zu geben. So, okay, hier haben wir nichts mehr. Gehen wir nochmal nach oben. Ne, wir reden erst mit der Statue, komm. Hallo. Versteckte Schalter. Ja. Wer würde es nicht tun? Das ist eine gute Frage. Okay, da unten kommen wir jetzt nicht mehr lang. Schutz wirkt nicht mehr. Doch. Du wirkst noch, definitiv. Dann gucken wir nochmal schnell nach oben. Was oben so abgeht. Ah, die Statue bleibt auch hier oben aktiviert. Okay. Das ist ein Trainer. Den packe ich in den Part nicht mehr. Ich will halt noch kurz ein bisschen rumlaufen. Und das Tagebuch lesen. Tagebuch, 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Oh. Haben hier die Forscher gelebt, die Mew entdeckt haben? Das ist interessant.
5. Juli, der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden, das wir Mew genannt haben. Bisschen doof, man weiß die Reihenfolge der Dings hier nicht. Okay, hier ist nichts mehr. Na, ich da. Ey, mach einen Minischritt. Ein. Ich dreh mich nur nach oben. Und es gab ein Pokémon. Echt jetzt? Dann besiege. Oh, es ist nicht mal One-Shot. Warum besiege ich es eigentlich? Warum flüchte ich nicht einfach? Ich meine, wir sind. Ja, ich bin das nicht gewohnt. Wilde Pokémon. Alles klar. Gut, Leute. Ich setze nochmal einen Superschutz ein. Und geh nochmal. Nee. Geh noch nicht ins nächste Stockwerk. Denn hier ist noch ein Trainer, den ich besiegen will. Gleich. Ja, ich hoffe, euch hat das der Part gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!